Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy V hier in dem Dungeon des Todes. Und apropos des... Warum bin ich da jetzt reingelaufen? Schnell! Oh, flieh nicht möglich. Okay. Flieh nicht möglich. Tod! Okay, ich lass mich einfach mal töten, ganz ehrlich. Ich wollte da nicht reinlaufen. Eine gute Frage, wie man den töten könnte. Aber ich glaube, den kann man gar nicht töten, ne? Also irgendwie wahrscheinlich schon, aber irgendwie dann auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin gestorben. Oh, die Gruppe wurde besiegt. Was für eine Schande aber auch. Ja, es passiert, wenn man zu schnell läuft, ne? So. Ich hoffe nur, dass ich hier jetzt nicht den Gegner nochmal töten muss. Flip, 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 flip. Ein 1000 Jahre altes Buch. Vom Himmel stieg einst eine Bestie herab, Omega genannt. Gefolgt von Shinryu, dem Drachen, brachten die beide Angst und Schrecken über das Land. Selbst die Träger der 12 Waffen konnten sie nicht niederringen. Verbannt in die ewige Stille zwischen den Dimensionen sollen die Monster für immer ruhen, auf dass ihr Name fortan niemals mehr erklingen möge. Okay. Aufzeichnen eines Magiers. Das Geheimnis von Gigaflare. Man ist für einen Moment vollkommen wehrlos, während man Energie für die Ausführung dieses Spruches sammelt. Es ist also Vorsicht angeraten. Okay. So, wir haben hier das Buch geöffnet. Wenn ich da jetzt rausgehe, lande ich wahrscheinlich irgendwo anders, oder? Oh, was? Ach du Schande. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Drachenavis. Ah ja. Hallo Drachenavis. Ich mach mal schnell Feuer. Blitz. 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 Brauchen wir Weißmagie? Nee, machen wir Imitation, komm. So. Machen wir nochmal Angriff und Angriff. Ja. Das müsste ja eh tot sein, weil nach diesen 8 Angriffen von Faris. Ja, manchmal ist Faris mit ihrer Imitationsfähigkeit gar nicht mal so schlecht. Habe ich jetzt eigentlich noch, also muss mal kurz gucken, Fähigkeiten? Gänge finden wir da noch drin. Okay. Warum ist der... Nee, achso, das sah jetzt aus, als wenn Faris voll kaputt wäre. Ah, 2 von denen. Okay, Angriffsforte, das ist ja noch besser. So, Schnellfeuer. Angriff. Machen wir da mal Zeitmagie mit Meteorregen. Und hier einmal Angriff. So. Meteorregen. So, jetzt aufpassen, dass wir das nicht nochmal machen. Könnte Imitat... Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich Imitation gemacht, glaube ich. Jetzt greifen wir alle an. Weil ich bin so gut. Guck mal, ich bin so gut. Jetzt mal... Ja, wow, okay. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung ist auch eine Ahnung. So, oh, Ninjas. Ich glaube, die Ninjas sind böse, oder? Ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich glaube, die sind böse. Da muss ich doch glatt... Ich mach mal Komet, komm. Ah, und ich sehe gerade, ich sollte mich vielleicht heilen, weil Krille ist ja gar nicht mal so gut beisammen, HP-mäßig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Spiel schon viel zu lange spiele und deshalb wahrscheinlich einfach auf nichts mehr aufpasse. Yay, Turbo-Potion-Heilung! Oh, meine Finger. Was waren so viele Drücke auf einmal? Was ist da? Weiß man nicht. Okay. Wieso bin ich hier so auf dem Angriffsvorteil? Das irritiert mich etwas. So, machen wir hier mal einen Vita. Wobei Vita halt voll umsonst ist. Und der Drache ist hin. So. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Schade. So, und schnell nach oben. Schnell da. Oh. Nochmal 2 von denen. Ich mache einfach mal den Auto-Battle weiter. Ich glaube, dass das grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt ist. Und schön, dass Lena so einen großen Schaden macht mit der Waffe. 3 Zackgestohlen. Oh. Das ist natürlich praktisch, wenn Kriller hier immer ein bisschen stiehlt. So, okay. Sehr schön. Was ist jetzt der Dreizack? Ist wahrscheinlich besser als die legendären Messer. Nee, natürlich nicht. Egal. So, weiter geht's.
Oh, wo sind... Was? Ach du Schande. Oh, guck mal, da schwebt sogar noch was. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Was ist das? Das ist immer noch das... Ach, Dimension Schloss. Ah, okay. Ich sehe schon. Ich gehe mal da nach links unten. Ich fange da links unten an. Eisengigant. Ich mach schnell Feuer, komm. Ja, er macht Schaden. Sehr schön. Ich glaube, wir lassen den Autobattle so, wie wir das hatten. Okay, der macht guten Schaden. Ich glaube, ich lasse das Autobattle nicht so, wie wir das hatten, sondern ich mache jetzt eher hier Vitra-Schnellherstellung. So. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder, das haben wir wieder ganz gut hinbekommen. Wir sind so gut. Erzengel. Erzengel, Erzengel. Ist echt blöd, dass Lenner immer zuallererst stirbt. Ne? It's like a hurricane. Wow. So, super. Oh, danke, du hast sie gerettet. Das ist so lieb von dir, Lenner. Könntest du bitte sterben, du komisches Monster? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gott sei Dank. Boah, der ist schon bitter. Ich meine, ich bekomme jetzt 10.000 Erfahrungspunkte. Aber der ist schon... Der hat's in sich, also ganz ehrlich. Was kann ich eigentlich grillen? Kann gar nichts? Nee, Zeitmagie, Weißmagie und hier können wir nur Klingenmagie. Ja, machen wir mal Vita-Heilung. Ich glaube, ich wäre nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es ja selbst nicht. Nee, ich glaube, ich muss hier schon das da machen. Was habe ich jetzt eigentlich im Moment? Jetzt habe ich hier bei Fähigkeiten, bei Länder, Klingenmagie und Beschützen. Achso, weil die Ritter ist. Okay, boah, Ritter ist halt, ja. Naja. Ich habe keine Ahnung, was gut oder schlecht ist. Ah, eine Kiste. Thors haben wir erhalten. Sind das jetzt noch bessere Items? Ein Hammer, mit dem Wurfangriffe ausgeführt werden können. Beidhändige Führung möglich. Jetzt kann nur keiner einen Hammer tragen. Das ist das Problem. Oder habe ich? Moment. Fähigkeiten? Bart, hast du? Hammer, okay. Bögen, okay. Ruten, okay. Nee, aber keiner kann Hammer tragen. Das ist ja... Wow. Das ist ein bisschen schade, ne? So, dann schauen wir da mal rein. Oh. Die Waffenkammer. Okay. Dann gehen wir da rein. Schwertänzer. Gut, wenn wir im Angriffsvorteil sind, dann machen wir natürlich die normalen Angriffsgeschichten, die wir sonst immer machen. So, und einmal ein Vitra zum Aufheizen. Ah, eine ist schon tot. Das ist schön. Okay, sind beide tot. Gut. Ja, die bringen ganz ehrlich, die bringen auch viele Erfahrungspunkte. Zwar nur die Hälfte wie der eine Gigas-Dingens, aber dafür sind sie nicht so stark. So, einmal der Seitenturm. Hermesstiefel. Kann ich aber wahrscheinlich auch nirgends tragen, oder? Nö. Na egal. Ja, ich könnte mir natürlich die Items jetzt immer im Detail angucken, was die so können und nicht können, aber naja. Ah, mein Freund. So. Ich glaube, ich mache da ganz kurz. Passt gar auf uns alle. Dann mache ich da Klingenmagie. Ich glaube, dass der könnte gegen Blitz gar vielleicht, weil der ist so aus Eisen. Ja, könnte Blitz ganz gut sein. So, Schnellfeuer und jetzt hier Weißmagie. Genau, Niederreißen ist jetzt ein Problem. Aber das machen wir mit Vita wieder weg, hätte ich gesagt. So. Der ist nahezu vollständig geheilt. So, okay. So, Vigra auf mich selbst, das passt gut so. Ja, ist egal, kommt halt nochmal. Ah, wir haben keine. Das ist ja ganz toll, jetzt haben wir keine MP mehr. Habe ich schon mal gesagt, dass der Typ ganz schön nervig sein kann? Naja,
Gut, zum Glück haben wir ganz viele Etherlis gekauft. Ah, nochmal so eine Rüstungskammer. So, dann werde ich da... Sollen wir eher nach... Ich guck mal nach oben. Ah, schon wieder unser Freund der Freunde. So, okay, dann machen wir da einmal Schnellfeuer, dann einmal den Spaß, dann einmal hier Zeitmagie, damit wir die Hastka raushauen. Und dann einmal hier Klingenmagie auf. Blitzka. Oder, nee, ich mach mal Flair. Schauen wir mal, vielleicht hilft das auch. Warum habe ich jetzt... Warum habe ich Lena nicht geheilt? Ich bin Idiot, ne? So Minimal-Idiot. Was das auch immer ist, ein Minimalidiot. Minimalidiot bedeutet, dass ich so nicht ganz ein Idiot bin, aber so ein halber Idiot, ne? So irgendwie war das gedacht, ne? Oh, ich sehe gerade, Krille ist richtig gut. Habe ich? Ich bin so ein Idiot. Okay, ich bin kein Minimalidiot, ich bin vollkommen ein Idiot, ja? Jetzt habe ich nämlich Lennart zweimal Flair gegeben. Ja, dann wundere ich mich noch, warum dass ich so schlecht bin, ne? Niederreißen. Juhu. Ja, Flair ist definitiv besser. Nochmal niederreißen. Juhu. Und er ist tot. Okay, ja, er ist... Er wirkt nur böse. Soll ich jetzt nach oben gut oder nach unten? Ich bin mir nicht sicher. Okay, nach oben sieht so aus, als könnte ich da noch nicht weiter. Oder? Nö. Okay, dann muss ich ja wohl eh in den Keller runter. Ich trau mich nicht in den Keller runter. Wieder so ein Vieh. So, Schnellfeuer. Ah, schön, Crit-Angriffe. Ich mag's, wenn... Ich mag den Sound des Crit-Angriffes, ne? So, machen wir da mal Zeitmagie und dann machen wir einmal Hastegor auf alle. So, weißt du was? Ich werde jetzt hier ein bisschen Potions werfen. So, dann machen wir hier Flair. So, Schnellfeuer, Weißmagie machen Vitra. So, Angriff und hier normalen Angriff. So, okay. Oh, Eisenhelden gesprungen, was für eine Freude. Also, glaube ich, brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Ah, der schöne Sound der Crit-Angriffe. Gut, ich werde natürlich, je mehr, dass ich diese Gegner töte, desto stärker werde. Ach du Schande, was haben wir denn hier? Ein riesengroßer Kerker. Oh. Oh, 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 ein, Hilfe, ein alter Mann. Was macht der alte Mann hier? Wahrscheinlich stirbt er jetzt gleich, oder? Nö. Okay, ich glaube, dass der alte Mann stark ist. Ja, ich muss hier aufpassen. Mache ich mir lieber Klingenmagie Flair wieder ran. Und bist du stark, alter Mann? Der alte Mann zeigt seine wahre Form. Ui. Juravis. Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber das ist eher schlecht, ne? So, Schnellfeuer und Angriff und Angriff. Okay. Ja, toll. Haha, du hast auch verfehlt, Trottel. Sorry. Musste sein. Ah, ich liebe diese Flair-Geschichte, ne? Ja, was ich echt ein bisschen doof finde, ist, dass Grille halt echt irgendwie nicht so gut ist, ne? Ich bleib dabei. Na ja, gut, ist doof. Aber sie hat viel HP. Oh, da bekomme ich ja gar nichts außer viel Fertigkeitenpunkte. Ja gut, müssen eh alle töten. So, okay. Dann hier gleich mal wieder Zeitmagie. Wie viel habe ich eigentlich? Ja gut, MP ist ja nicht mehr so viel da. Dann machen wir da nochmal hier Flair auf uns. So, gut. So, der alte Mann zeigt wieder seine wahre Form. Ist wieder so ein komisches Ding, ist okay. Ich bin aber voll. Das wundert mich ein bisschen. Dann müssen wir Komet machen hier. So, Angriff und hier Schnellfeuer.
Und hier auch Angriff. So. Stehlen Fehlgeschlagen. Ist okay. Ich liebe den Sound der Crits. Klingenschlag. Okay, da sollte ich vielleicht eher jetzt... Ja, genau. Da machen wir jetzt eher den da. So. Na toll. Na toll. Warum? Was war das jetzt? Ach stimmt, Faris kann ja gar... Ach Gott, ich Trottel, Faris kann ja gar nicht normal angreifen. Deshalb funktioniert natürlich, wenn die keine MP mehr hat, das Autobattle auch nicht mehr. So, schnell ins Menü rein, bevor wir diesen einen alten Mann da wieder haben. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So. Regenbogenkleid. Was ist jetzt ein Regenbogenkleid, bitte? Ein Kleid, das von Konfus beschützt, begünstigt die Ausführung des Schwerttanzes. Oh. Blöd, dass wir keine Tänze haben. Ja, ich finde das Diebesmesser halt echt nicht gut, ne? Aber gut, ich habe nichts Besseres. Komm, weißt du was? Go. Machen wir den auch noch tot. Ist egal. Machen wir jetzt einfach. Einkreisen ist okay. So. Einmal. Hast du gar? So, dann einmal Klingenmagie auf Flair wieder mal. Oder weißt du was? Komm, wir sparen ein bisschen. Wir machen Blitzkart jetzt mal. Oder nee, Feuerer. Feuerer. So. Klingt so schade, dass ich die Klingenmagie nicht auf andere zaubern kann. Aber ich glaube, das geht dann, wenn ich wirklich maximal Level habe, vermute ich mal. Oh, Erinnerung. Das ist ja das... Okay, das war jetzt... Das passt mir jetzt nicht so ganz. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen. So, was hat der? Okay, der ist auch so ein Jura-Wies-Ding. Ja, komm, dann machen wir hier einmal einen Gourmet. So, komm. Schaffen wir so auch, glaube ich. Ja, ich liebe den Sound der Crits. Jetzt haben wir da 3 Crits in einem Angriff gehabt. Wow. Also 3 Crits in 4 Angriffen. Das ist echt gut. Arzt, du gefällst mir. Leider ist Lenna, wurden die Erinnerungen von Lenna ausgemischt. Ein weiterer Drachenzahn, okay. Wer bist du? Oh. Was? Das finde ich jetzt nicht okay. Katastroph! Ja, was? Autsch. Ich glaube, das ist hier eher so ein bisschen, ja, da müssen wir eher so ein bisschen mit Hastka arbeiten. Und eher so ein bisschen auch mit Flair arbeiten. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen gefährlich sonst, ne? So, Schnellfeuer natürlich. Also Grille ist halt wirklich leider umsonst. Momentan, ja. So, dann machen wir einmal Vigra auf alle. Oh Gott, nicht daneben hauen. So. Dämonenauge. Ja, komm, mach mal Vita. Nee, bringt ja gar nichts. Wir sind ja alle voll. Na gut, dann machen wir einen Komet. Ist auch okay für mich. Ah, shit. Sehr schön. 2000 Kritschaden. Ich mag es. Lenna hat Rüstungen. Okay, sehr schön. Moment, den kennen wir ja irgendwo her. Halt, seid ihr die Krieger, den Besitz des Kristallsplitters sind? Ja, ich verstehe. Werdet ihr hier und jetzt euer Ende finden. Dass die immer gleich so böse sein müssen. Hier, Apokalyp, Geistesmarter. Oh, Gedanken werden ausgesetzt. Geistesmarter gelernt, ja, das ist schön. Ich möchte aber nichts lernen. Warum habe ich das jetzt... Hä, das verstehe ich nicht ganz. Egal, muss ich wohl nicht. So, dann machen wir hier, weißt du was? Ich glaube, du bist böse. Ich mache mal Sanctus auf meine Waffe. Todesurteil ist okay. Solange ich nicht sterbe, nur noch 30 Sekunden zu leben, das ist okay.
sind 15. Ja, egal. Und jetzt ist die Frage aller Fragen natürlich, ich mach mal Vitra, ne? Angriff. So, und ich hoffe, dass der Angriff jetzt auch funktioniert, dass ich jetzt nicht mit Zankfuß irgendwie... Nee, passt gut. Alles super. Stufe 5 Exitus, na zum Glück. Kannst du eigentlich was anderes auch? Greifst du an auch? Oder bist du nur so ein nerviger Typ, der jetzt irgendwie dauernd immer so ganz komische Sachen macht? Ich glaube, der will einfach nur ganz komische Sachen machen. Gut, dann hau ich mit Kometsu, ist auch okay. Naja, die 300, das ist eher... Oh, okay, verstehe. Das ist eher jetzt doof gewesen. Ah, jetzt geht sich Erzengel auch nicht aus. Das ist ja blöd. Nein, Moment. Imitation. Raketen. Okay. Oh, ich habe das überlebt. Wie ging denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Würdest du bitte sterben? Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst vor dir. Okay. Ja, leider ist Lena gestorben, die es am allernötigsten hätte, ein paar Levels zu machen. Ah ja, er hat gut 22 Fähigkeitenpunkte. Oh, was? Hilfe! Oh, das ist ja, das freut mich jetzt. Ja, die Gedanken überschlagen sich. Und weißt du was? Komm, ich nehme... Ach komm, mal Zelte. Wir haben noch so viel Zelte, wir zelten jetzt ein bisschen. Ja, es ist ja das letzte Mal in dieser Folge, dass wir ein bisschen zelten. Bis wir komplett voll sind, MP-mäßiger Natur. Ja, müssen wir leider nochmal zelten. Go! Ja, da habe ich doch glatt ein bisschen getrunken. So, und jetzt... Wir sind zwar leider noch nicht ganz voll. Aber das reicht uns jetzt. Wir speichern hier nochmal kurz. So. Und wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.